Christoph Daum, Trainer von Bayer Leverkusen, demnächst Trainer der deutschen Nationalmannschaft ab 2001. Wie geht's Ihnen, Herr Daum? Ja, Herr Schmidt, ich wusste natürlich, dass Sie mich das fragen werden, also wie es mir geht. Ihre Frage trifft mich insofern nicht unvorbereitet. Da kann ich Ihnen auch die passende Antwort geben. Eine 1A-Retourkutsche sozusagen, ein dolles Bonmot, das mich unsterblich machen wird. Ja. Bitte, Herr Daum. Nun, hier stehe ich und kann nicht anders. Ja, Herr Daum, das ist ja nicht von Ihnen. Das hat Martin Luther gesagt. Nein, hat er nicht. Ich hab's gesagt, gerade eben. Herr Daum, nein, das ist ein berühmtes Luther-Zitat. Na gut, dann sage ich eben was anderes. Also, wir sind alle kleine Sünderlein, zwar immer so. Das ist von Willy Milovic. Nein, von mir. Nein? Ist ja egal, Herr Daum. Wenn Rudi Völler die deutsche Nationalmannschaft jetzt im Moment betreut, morgen das erste Spiel gegen Spanien, dann werden Sie ja doch von Leverkusen aus bereits im Hintergrund beratend tätig sein. Ist diese Doppelbelastung auszuhalten? Nun ja, Herr Schmidt, eine alte Indianerweisheit besagt ja, was den Daumen nicht umbringt, macht den Daumen nur stärker. Mich können Sie in 20 Stücke schneiden, dann wachsen aus 20 neue Christoph Daums. Herr Daum? Ich bin also sozusagen ein japanischer Kirschbaum. Wenn Sie mich mit stinkender Jauche düngen, duften meine Blüten nur noch schöner. Herr Daum? Und wissen Sie, Herr Schmidt, nun ja, ich bin ein Fußnagel, der einwächst und dann vereitert. Herr Daum, letzten Samstag. Im aktuellen Sportstudio haben Sie über Ihre Pläne zur Modernisierung der Fußballnationalmannschaft gesprochen. Nun ja, Herr Schmidt, mir schweben hier natürlich für die Nationalmannschaft kleine, effektive Teams vor. Stichwort schlanke Produktion. Warum sollen wir immer mit einem riesigen, aufgeblähten Apparat von 11 Spielern auflaufen? Es wäre besser, nur 5 hochmotivierte Leute spielen zu lassen. Meinen Sie das ernst, mit 5 Spielern gegen Spanien? Nein, natürlich nicht. Nicht. Wir hätten ja überhaupt keine Chance. Herr Daum? Herr Daum, sind Sie wahnsinnig? Oh ja, komplett, nicht wahr? Bitte? Aber ich meine, wie wollen Sie den deutschen Fußball retten? Wir müssen an der inneren Einstellung arbeiten. Die Spieler müssen wieder gute, alte, deutsche Tugenden entwickeln, in zeitgemäßer Form natürlich. An welche Eigenschaften denken Sie da speziell? Nun ja, Herr Schmidt, das wäre einmal Herzensbildung, Scham und Sorglosigkeit. Unsere Spieler müssen mehr Ausstrahlung entwickeln. Das sind deutsche Tugenden? Also für mich schon. Wichtig sind auch Belesenheit, sexuelle Potenz und eine schöne Handschrift. Jeder Spieler sollte das Kamasutra-Lehrbuch aus dem FF kennen. Verstehen Sie, was ich meine, Herr Schmidt? Ja, Herr Daum, danke. Ich glaube das schon, ist ja, ja toll, sonst versteht niemand, was ich sage. Meine Freundin sagt dann immer, meine Fresse, Christoph, was du wieder für eine gequirlte Scheiße redest. Herr Daum, vielen Dank für dieses Gespräch. Christoph Daum.